Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind nahtlos weitergegangen in den nächsten Abschnitt unserer Reise, wo wir hoffentlich am Ende das schwarze Loch finden werden. Wir haben noch... Ja, zeigt er mir gerade nicht an, weil ich gerade den Stern scanne. Wir haben noch 26, 27 Jumps vor uns. Ich hoffe, dass wir dann in dieser Aufnahme mindestens auf unter 20 kommen. Aber bei der Methode sollte das ja eigentlich schnell gehen. Da sind wir ja nach einer halben Stunde vielleicht sogar schon da. Das wäre sehr begrüßenswert. Dann könnte ich in der letzten halben Stunde zurückfliegen. Das wäre sehr schön. Ich glaube, ich muss mal was gleich ausprobieren. Oh, ganz den Scanner vergessen. Dabei sind wir doch dafür hier. Das sieht einfach immer wieder grandios aus. So ein Stern aus der Nähe. Auch wenn ich mich frage, ob der aus dieser Entfernung wirklich so aussähe. Aber dazu zitiere ich einfach mal Captain Kirk. So nah waren wir noch nie. Fuel skip disengaged. Frameshift drive charging. Das Problem beim Erkunden ist ja immer, worüber labert man jetzt? Kann ja nicht permanent sagen, oh, das sieht aber toll aus oder oh, das ist aber jetzt spannend, weil es ja schon ein bisschen repetitiv ist, nicht wahr? Ich merke auch gerade, dass ich ganz schön durstig werde, aber ich habe nur noch eine Flasche Sprudel hier stehen und ich trinke kein Leitungswasser, weil ich das nicht mag. Ein richtiges Getränk muss bitzeln. Wie unsere Chemielehrerin immer gesagt hat, als wir in Chemie über Kohlensäure und verwandte Säuren gesprochen haben, oder ähnliche Verbindungen insgesamt, da nannte sie das immer Bitzelwasser. Und ich fragte mich, bin ich hier gerade wirklich in der 10. oder eher in der 3. Klasse? Das war schon ein bisschen seltsam. Boah, ich könnte mich an dieses Fuel Scoop gewöhnen. Das ist wirklich angenehm. Aber unsere arme Vulture, da brauche ich auch sowas gar nicht zu hoffen. Ich meine nicht, dass wir es dafür bräuchten. Die hat ja jetzt wirklich keine hohe Jump Range. Ich muss auch bei der Ast noch mal gucken, da bastel ich noch ein bisschen dran rum. Ich überlege ja... gehen, schon seit längerem. Ich meine, die Schiffe haben ja im Prinzip feste Rollen, von wegen... was sie fitten können, was sinnvoll ist reinzufitten und so. Ob man da nicht so ein bisschen den... wie soll ich sagen... den Vergleich wieder sich erlaubt mit Eve, ob es nicht cool wäre, wenn die Schiffe auch gewisse Boni auf diese Rollen bekommen würden. Also bei Eve hast du ja zum Beispiel Schiffe. Huch, ich hätte auch tanken sollen, wa? Bei Eve hast du ja zum Beispiel Schiffe, da siehst du dann, wenn du das ausgewählt hast, wenn du das fliegst, okay, du hast, weil du dieses Schiff fliegst, 50% Bonus auf alle Schaden durch Laserwaffen oder so. Und solche Sachen wären doch hier auch ganz cool. Ich meine, bei einem MMO wie Eve ist das halt eine ganz andere Sache als hier. Aber trotzdem cool. Wobei ich mich frage, ob das halt zu dem Spiel passen würde. Jedes Schiff ist hier ja nur so gut wie der Pilot, der es fliegt. Das gilt für Eve zwar auch in einem gewissen Maße, aber auf eine andere Art, weil
bei Eve ja, ist ja bekannt, da steuert man ja indirekt. Für mich war Eve irgendwie immer mehr wie so eine Art Strategiespiel, als wie eine wirkliche Weltraumsimulation, aber der Erfolg gibt CCP recht, ne? Und das muss man denen auch einfach lassen. Die haben da was sehr Tolles gemacht. Nur bin ich halt kein Fan von monatlichen Abonnements und andererseits bin ich auch nicht in der Lage, so viel Zeit in das Spiel zu investieren, dass ich es über Ingame-Geld finanzieren könnte. Das geht ja theoretisch. Plexen und so. Die Eve-Spieler werden sich auskennen. Jetzt hätte ich fast schon den Antrieb gezündet. So, mal ein leises Räuspern versucht und das hat geklappt. Wie geil! Einschauen, das Schaf vital dringt. Na, dann kommen wir doch locker unter die 20 Jumps. Wir sind gerade mal 6 Minuten in der Folge unterwegs. Ich glaube, dann kommen wir diese Folge sogar schon an. Wenn wir dann noch auf dem Rückweg eine andere Route haben, wäre das ja famos. So, was willst du tun? So, komm schon. Gib dem Affen Zucker. Ach, tanken. Ich bin ja wieder so schleulich. Die Dinger geben kein Geld. Das ging jetzt zu schnell. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nur bedingt daran, dass wir eine Earth-like World finden. Ich gucke aber nochmal wieder, einfach um mal wieder was... Um mal wieder reinzugucken in die... Okay. Nee, hier ist definitiv keine Earth-like World, aber... Den Scan haben wir jetzt angefangen, den werden wir natürlich noch mitnehmen. Boah, ich freue mich so auf Space Engineers, wenn es da die Planeten gibt. Das wird sehr schön werden. Da freue ich mich auch schon. Also da freut Mui sich auch schon total drauf. Vor allem, weil ich glaube, Mui ist langsam ein bisschen unzufrieden mit unserer Map und wenn dann wenn es dann die Planeten gibt, dann fangen wir eh neu an. Und dann kann man auch mal sich tatsächlich zunutze machen, dass es halt das ganze Gerümpel gibt von wegen Jump Drive und all sowas, was es ja neu gibt bei Space Engineers. Also das Spiel macht auch gute Fortschritte im Moment. Kann ich auch nur empfehlen, da ins Let's Play auch mal reinzugucken. Das ist super lustig mit dem Mui zusammen. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn er gerade keine Zeit hat, dann muss ich halt gucken. Ich will das nicht alleine aufnehmen, weil es irgendwie zum Charakter dieses Let's Play gehört, dass es halt mit uns beiden zusammen ist und das macht schon richtig Spaß mit ihm. Okay, der Stern will nicht gescannt werden. Dann sind wir mal wieder weg. So, jetzt sind es nur noch 21 Jumps. Schön, schön. Ach ja, natürlich, jetzt ist mir auch gerade aufgefallen, dass wir ja sowieso nicht die höchste Jump Range haben können, weil wir ja nur den C5 Frameshift haben und nicht den A5. Mal gucken. Ich bin ja auch gespannt, ob die Cobra Mark IV überhaupt die Chance hat, mit der Asp mitzuhalten als Erkundungsschiff. Ich meine, die Mark IV soll ja speziell dafür gedacht sein. Deshalb kommt sie auch mit Horizons raus und für alle Vorbesteller gibt es als Geschenk. Weil ich mich frage, wie das mit den Lifetime Expansion Pass Leuten aussieht. Kriege ich auch eine Mark IV geschenkt? Oder nicht? Ich meine, es wäre kein Problem, die sich eben zusammen zu verdienen, denke ich mal. Von daher ist mir das relativ egal.
So, weiter geht's. Mal kurz einen Blick auf die Galaxiekarte werfen, wo wir denn eigentlich gerade sind. Sind schon ganz schön weit gekommen, muss ich sagen. Das System heißt nicht wirklich Pepper. Das kann ja wohl nicht sein. Boah, aber ich freue mich schon so, wenn wir da sind. Das wird einfach... Hoffentlich wird das, habe ich mir jetzt richtig gemerkt, und da ist tatsächlich das schwarze Loch. Ansonsten haben wir halt mal wieder ein bisschen erkundet, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nicht so, als würden wir das ständig machen. Der eine Ausflug da in den Coalsack war okay, und das ist ein Tauri-Stern, wie ich sehe. Das heißt aber auch, wir müssen uns davon machen, oder? Vielleicht können wir den noch scannen da hinten. Ist der groß genug und nah genug? Sieht schlecht aus, also... Up, up and away! Okay, wir scheinen weit genug weg zu sein, um nicht zu überhitzen. So, jetzt ist mal wieder die Zeit gekommen, wo es einfach auch mal sich langsam anbietet, über was anderes zu schwatzen, als die ganze Zeit nur über Elite und Elite und Elite, um die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Ich habe jetzt neulich mal wieder Batman gesehen und Batmans Rückkehr. Das ist ja schon krass, wenn man sich so Batmans Rückkehr anguckt, wie abgefahren Tim Burton-Filme doch eigentlich im Allgemeinen sind. Also bei Batman hat er sich noch sehr zurückgehalten, aber bei Batmans Rückkehr lässt er dann wirklich seinen ganzen Wahnsinn auf den Film los. Also, und das merkt man auch an jeder Ecke, am Kostümdesign, am Setdesign, an der Art, wie die Einstellungen, die Kameraeinstellungen sind und die Wirkung der Szenen einfach auch. Das wirkt alles so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Das kann nur von Tim Burton sein. So nach dem Motto, wer, wenn nicht er? Na komm, den kriegen wir doch auf die Entfernung wohl mit, oder? Erstmal ein bisschen Abstand zu dem Stern gewinnen. Na, ah, den kriegen wir mit. Ja, komm, dann machen wir das noch schnell. Wir haben auch noch 18 Minuten Zeit. 17. Und werden mit Sicherheit da rechtzeitig noch ankommen. Wird also kein Beinbruch sein. Scanne schneller, du Sau. Da siehst du mal, jetzt sind es nur noch 18 Jumps. Und wir bewegen uns in Richtung Barnards Loop zu, wenn ich mich nicht irre. Bewegen uns auf Barnards Loop zu. So, einen Moment mal kurz. Jetzt sitzt das Headset etwas blöd. Ich versuche das immer möglichst leise dazu zu klären, das Problem, weil, naja, dieses Mikrofon ist unglaublich empfindlich. Muss ich auch mal nach einem anderen Ausschau halten. Bei nächster Gelegenheit. Ich meine, ich will hier auch nicht 80.000 Sachen stehen haben, aber... Naja, jetzt wurde mir gerade... Oh, Fuel Scoop, das habe ich ganz vergessen. Alrighty. Dann sind wir auch schon wieder weg aus diesem trostlosen System. Tja, ich frage mich ja immer, wie es wohl wäre, wenn wir auch in einem System mit mehr als einem Stern leben würden. Abgesehen davon, dass dann unsere Tage länger wären. Was ja einigen Leuten mit Sicherheit gut passen würde. So Leute, die sagen, der Tag könnte auch gerne
gerne 32 Stunden haben. Es gibt auch so Tageszeiten, die könnten sie von mir aus gerne von mir abhaben. Das ist doch nicht etwa schon wieder so ein Tauri-Stern. Nein, 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 nein. Das ist nicht in Ordnung. Du bist zu weit weg. Ach, 17,5 Lichtjahre. Das ist ja für meine Vulture, sind das ja schon mindestens 2 Jumps. Je nachdem, wie voll der Tank gerade ist, ne? Und es ist noch eine Sache, die mir gerade zu Batmans Rückkehr einfällt. Wirklich traurig, dass sie es nicht geschafft haben, diesen Catwoman-Film mit Michelle Pfeiffer zu machen. Die macht das einfach so grandios. Und es ist besser als alles, was Halle Berry uns da antut. Ich habe diesen Film auch noch nie gesehen, aber ich glaube, ich will das auch gar nicht. Fuel Scooping. Dann scoopen wir doch mal fröhlich Fuel. Fuel Scooping complete. Boah, es ist so geil. Es ist einfach so geil. Man kann förmlich dabei zusehen, wie der Treibstoffsauger hier den Planeten den Stern auslutscht. Nicht, dass der irgendwann eine Supernova übergeht. Solche Events fehlen im Spiel noch. Das wäre doch auch mal ein lustiges Community Goal. Man lässt so viele Leute. Man sagt, ein Stern könnte zur Supernova werden, wenn man nicht seine Masse verringert und dann macht man so, dann soll man einfach mit dem Fuel Scoop sich außen drum stellen und möglichst viel absaugen. Das wäre extrem witzig. Und ich habe übrigens gestern erfahren, es kann sein, falls sich noch jemand dran erinnert, in der Gamma, wo man das erstmalig nach Sol fliegen konnte, wollte ich ja das unbedingt zeigen und bin dann gestorben, weil unser Schiff aufgrund von Treibstoffmangel explodiert ist. Und im Super Cruise gibt es keinen Selbstzerstörungsmodus. Es kann also sein, dass es gar nicht stimmte, was ich gesagt habe, nämlich dass die diese Funktion rausgenommen hätten, sondern dass ich einfach nur, dass sie das damals schon eingebaut haben, dass man sie im Super Cruise nicht mehr anwählen kann. Und das wäre dann der Grund für mein Versagen. Ich meine, das ist jetzt schon ewig her, aber es ließ sich nicht eindeutig feststellen, ob der Selbstzerstörungsmodus in der Aufnahme dann, also in der Version, tatsächlich drin war oder aus Versehen rausgenommen wurde. Ich meine nämlich, ich hätte ihn auch im Dock nicht gesehen. Aber ich lese halt auch nur mäßig aufmerksam die Changelogs. Hoch habe ich gar nicht gescannt jetzt, ne? Oder es war hier einfach nichts, das kann natürlich auch sein. Mass Effect muss ich gleich auch noch aufnehmen, fällt mir gerade so ein. Wie viele Jumps haben wir denn noch? 13. Dann schauen wir doch mal, dass wir die. Ach, die schaffen wir vielleicht sogar noch in der Folge jetzt. Ich habe jetzt nicht mitgeguckt, wie lange wir für jeden einzelnen Stopp brauchen, aber am Anfang der Folge waren wir noch bei 38 Jumps oder 37 Jumps und jetzt sind wir bei fast nur noch etwas mehr als 10. Absolut machbar, würde ich sagen. Fuel scooping.
kurzer Blick auf die Map. Ich fürchte, das ist zu weit weg. Anvisieren können wir es ja trotzdem mal. Okay, nein. Dann geht's einfach weiter. Nochmal einen kurzen Blick auf die Galaxiekarte werfen. Wir sind wirklich weit weg. Inzwischen. Aber mal eben so, das finde ich auch krass. Da muss ich ja glatt mal gucken, ob der uns eine Route setzen kann wohl bis nach... bis nach Psych-A. Das wäre ja faszinierend. Fuel scooping. Derjenige, der das System als erstes entdeckt hat, ne, der kann sich auch tatsächlich freuen, glaube ich. So, alle Spieler, die danach erst zu ihm dahin gekommen sind, ärgern sich wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld uns das in Scan-Kosten einbringen wird. Ob wir damit mal wieder einen Rangaufstieg erreichen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Muss ich gleich mal gucken. Während wir tanken und scannen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, da stand, dass bei Current Assets irgendwas von 34 Millionen dabei meine ich. Wir waren schon bei über 50. Tja, vielleicht liegt es an dem ausgegebenen Geld. Aber Exploration haben wir jetzt ja, also da haben wir auf jeden Fall auch wieder einiges dazu zu verdienen. Ist nicht scannbar, dann bitte weiter. So, jetzt sind wir schon bei unter 10. Oder das ist jetzt der 10. letzte. Wie auch immer das Ding zählt. Kurz einen Schluck trinken. Und scannen und detaillierter Scan bitte. Alles anschmeißen. Wie weit ist der weg? 86.000, das wird nicht gehen. Andererseits Versuch macht klug, vielleicht ist er ja riesig. Nein, okay. Dann bitte genug Abstand zum Stern kriegen. Na los, komm. Oh. Das konnte ja nicht klappen. Frameshift Drive Charging. Might as well jump. Nein. Frameshift Nochmal drive neu laden, charging. Bitte. So. Bisher ist ja alles sehr gut verlaufen. Wir haben nur einmal überhitzt. Und das war bei unserem allerersten Zwischenstopp, wo wir den halben Tank auffüllen mussten, was aber auch wunderbar funktioniert hat. Und dann... danach ist alles gut gelaufen.
kriege ich schon wieder einen Ohrwurm. Es ist immer sehr schwer, sich dann zu beherrschen, nicht auf einmal mit plötzlich loszusingen. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr auch mal einen Ohrwurm hattet. Dass ihr dann einfach so vor euch hin gesummt, gepfiffen oder gesungen habt. Ja. So, bald sind wir da. Ich hoffe wirklich, dass es dann da auch was zu sehen gibt und wir nicht umsonst die Reise gemacht haben. Ich merke nämlich auch gerade, dass mich das ein bisschen ermüdet wieder. Einmal demonstrativ gehen. Na komm schon. Gleich haben wir es geschafft. Nicht mehr lange. Bin etwas irritiert, dass YouTube mir keine Benachrichtigung mehr über Kommentare schickt. Das ist nicht nur irritierend, das ist sogar gerade ätzend. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das wieder ändern kann. Ich glaube, das ist ein Problem von YouTube. Aber ich hatte ja tatsächlich das tolle Erlebnis, dass ich vergessen habe, auf den Planeten, auf den Stern zuzuhalten. Um nachzutanken. Vielleicht können wir in der Zeit ja den anderen Stern scannen. Nein, nicht nah genug, okay. Dann geht es auch hier jetzt weiter. So, hat geklappt. Hat geklappt, hat geklappt. Bin gerade nur dabei, mal eben kurz nebenbei was zu machen. Okay, hat geklappt. Alles gut. So, habe ich das eigentlich schon ausreichend gelobt, was EA macht? Das fand ich grandios, dass EA tatsächlich eine allgemeine... Boah, eine allgemeine Nutzungserklärung für YouTube-Videos und ähnliches hat. Das ist super. Ich meine, das kennt man auch von anderen Herstellern. Keen Software House macht das zum Beispiel auch. Also die Space Engineers-Entwickler haben auch eine allgemeine Erlaubnis einfach für Let's Player oder sonstige Leute, die damit Videomaterial machen wollen. Und das ist natürlich auch toll. Aber das Grandiose an EA finde ich, das ist kein Independent-Entwickler, das ist ein Riesenkonzern. Und dass die das machen, finde ich toll. Die nehmen sich nur, das, die einzige Einschränkung, die sie da drin haben, ist, sie nehmen sich das Recht, behalten sich das Recht vor, beziehungsweise sie weisen darauf hin, dass sie nichts dagegen tun können, wenn YouTube das Video aus irgendwelchen Gründen löscht. Und das ist ja auch logisch irgendwie. Da kann EA halt auch nichts gegen tun. Aber mir ist es bisher noch nie vorgekommen und, ja, witzigerweise hatte ich auch in einer dieser Org-Folgen einen Urheberrechtsanspruch wegen des Donauwalzers, der ja vom Docking-Computer gespielt wird, bekommen. Und tatsächlich habe ich heute Morgen die Nachricht bekommen, dass der Urheberrechtsanspruch nach meinem Einspruch zurückgezogen wurde. Also dieser Bot, der da Sachen erkennt und zuordnet, ist teilweise einfach doof wie Brot.
Natürlich ist das jetzt wieder ein Tauri-Stern. Leck mich. Und du bist nicht scannbar auf die Entfernung. So, wie viele Jumps haben wir denn jetzt noch? Noch 3 oder 4. Ich werde das jetzt mal nachhalten. Also jetzt sind es noch, da steht dieser plus 3 Jumps. Das müsste ja dann heißen 4. Das heißt, ab jetzt sind es noch 3. Ja, jetzt noch 3 sein, genau. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, weil das Powerplay nicht die Zugehörigkeit von Systemen verändert an sich. Also, dass ein System, das als Zugehörigkeit Federation hat, auch immer Federation bleibt. Egal, ob es von der Empire- oder Allianz-Fraktion erobert wird oder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Vielleicht wollen sie das ja noch ändern. Fuel skip disengaged. Frameshift drive charging. Mal abwarten. Bist du nicht ein Stammesmitglied der Abwarten? Den Gag muss ich meinem O-Ton hören. Ich habe nach wie vor keine Ahnung. Aber er ist bestimmt auch schon sehr witzig. Bestimmt. So. Dann haben wir jetzt noch 2. Sehe ich ja anscheinend richtig. So, tu deinen Job, Discovery Scanner. Fuel scooping complete. Scan, 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 scan. Spam, 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 spam. Ach ja, Monty Python, die sind wirklich so genial gewesen. Ich habe gestern ein bisschen Monty Python Videos mir angeguckt. Das war... Also ich bin ja sowieso großer Fan des britischen Humors. Und die sind da schon so die Spitze. Also ich habe auch mal Little Britain gesehen. Das schlägt zwar in eine ähnliche Richtung, aber das ist einfach nicht so gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass Monty Python zu 6 waren und, naja, Little Britain sind halt nur zu 2. Aber die wurden ja auch gefeiert als die New Pythons eine Zeit lang, bis sich dann herausstellte, dass sie doch leider nicht so gut sind. Und die deutsche Version von Little Britain, ne? Ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt, aber die kann es ja gar nicht gucken. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar ist das. Gar schrecklich. Okay, du bist zu weit weg. Dann sind wir jetzt an unserem Ziel noch nicht angekommen, weil ich vorher noch die Gelegenheit nutzen will zum Auftanken. Wenn das denn an diesem Stern möglich ist. Ja, sollte es sein. Okay. Dann positionieren wir uns mal kurz. Genau, wir konnten noch nicht mal auf maximale Saugleistung gehen. So, und ich hoffe, dass das Ziel jetzt das bereithält, was ich hoffe, dass es bereithält. Es leuchtet zumindest enorm hell. Und hier draußen ein System mit Namen, da muss ja irgendwas Besonderes sein. Oh, und wir sind voll über der Zeit, sehe ich gerade. Wir haben es doch nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich habe mich so davon mitreißen lassen, dass wir doch noch nah genug dran sind. Dann muss ich jetzt das Ganze als Cliffhanger lassen und sage schon mal Tschüss, danke fürs Zusehen und die Auflösung gibt es in der nächsten Folge. Macht's gut!